Sei einfach ruhig. Sofern ihr den gestrigen Vlog gesehen haben solltet, wisst ihr, dass ich dort ein Tattoo bekommen habe. Und Leute, ihr seht schon, es ist noch dran. Also scheint zumindest ein wenig funktioniert zu haben. Es ist gerade 9.45 Uhr und es sind locker schon irgendwie 26 Grad draußen. Die Höchsttemperatur heute soll bei 35 Grad liegen. Das heißt, wer schreibt mir denn jetzt? Das heißt, es könnte sogar sein, dass wir heute bei Jana wieder... Guck mal. Es gibt Leute, die haben einen Rasierer und den benötigen den auch. Und dann gibt's mich, Luca, ich habe keinen Bartwuchs, aber habe zwei Rasierer. Ich wollte sagen, dass es sein kann, dass wir heute die Nachbarskinder wiedersehen werden, weil der Vlog vorgestern kam ja auch relativ gut bei euch an und da haben die Kinder ja so ein bisschen gegen uns gemuckt und uns beleidigt. Fick deine Oma in Arschloch? Was? Mal eine ganz andere Frage jetzt so am Rande. Habt ihr mal wieder Bock auf ein Giveaway? Weil ich habe hier unten, seht ihr schon, ja, das Waschmittel. Also wenn ihr Waschmittel habt. Ich habe hier noch eine alte RX 100 Mark IV, eine alte G7X, dann noch eine ältere GoPro Hero 4. Einfach so. Und ich habe auch noch eine Wii U irgendwo. Also wenn ihr Bock habt, dass ich das vielleicht mal in dem nächsten Vlog oder so irgendwann verlose, dann lasst mal ein Like da. Yo! Ich habe gerade die Kazoo wiedergefunden. Besser als Bibi. Es ist mir ehrlich gesagt scheißegal, was der Tag jetzt heute noch bringt. Ich habe einfach meine Kazoo wiedergefunden. Ich wusste nicht, wo ich die hingestellt habe. Nice. Ich bekomme in letzter Zeit auch sehr, sehr viele Kommentare, wo dann die ganzen Fangeschenke sind, die ich bei den Fantreffen in Wien und in Bottrop bekommen habe. Die habe ich alle verbrannt, weil mir war kalt. Hello, darkness, my... Nein, also viele denken halt wirklich, dass ich das irgendwie weggeschmissen hätte oder so. Das ist einfach noch nicht da. Das ist noch nicht alles bei mir angekommen mit der Post. Weil ihr müsst wissen, das waren wirklich so 3, 4 riesige Kisten voll mit Geschenken. Und natürlich ist es mega cool, dass ich so viel bekommen habe. Aber ihr müsst verstehen, dass das ein sehr großer logistischer Aufwand ist, dass ich das irgendwie hier hinbekomme. Aber keine Sorge, sobald die Sachen hier sind, werde ich da auf jeden Fall einen Instagram-Livestream zu machen. Oh, hä? Selfie! Bevor ich euch jetzt hier aber weiter voll laber, werde ich mir erstmal... Boah, ist das hier heiß! Breakfast. Wie ihr gerade schon gesehen habt, habe ich mir das Essen warm gemacht, was ich gestern nicht mehr ganz aufgegessen habe. Und wir probieren es mal hier. Das schmeckt immer noch scheiße. Ich will hier überhaupt nicht für irgendwelche Produkte werben oder für irgendwelche Smoothies jetzt in dem Fall. Aber ohne Spaß, macht das mal. Kauft euch mal so in einer Woche, weiß ich nicht, so 2, 3 Smoothies, weil das sind halt einfach Früchte. Puriert und es sind einfach Vitamine. Also mir selber ist halt aufgefallen, seitdem ich jetzt wochenlang jeden Morgen einfach so einen kleinen Smoothie trinke, dass ich einfach nicht mehr krank werde. So einfach ist es. Nein, komm nicht rein! Okay. Dieser Moment, wenn der einzig kühle Ort in meiner Wohnung eine Wand ist. Ich trage den Müll, weil ich bin Müll. Wir begeben uns jetzt auf den Weg zu Jana und wir haben schon gerade entdeckt, dass ich in meinem Autokofferraum noch eine Wasserpistole habe. Das heißt, wenn wir die Jungs wieder treffen, gibt es auf jeden Fall Krieg. Brauchst du ein paar Möbel? Nee. Yeah. Nimm doch. Okay, ich nehme. Wir sind jetzt gerade bei Jana zu Hause angekommen und hier sind es einfach ca. 18 Grad oder so? Im Zimmer ist richtig angenehm. Das ist so angenehm. Oh, Schlangen! Bah! Das ist ultra geil. Wie kannst du das feiern? Kurvig sauber. Das Zapfen von Sonne. Schaut mal, Jana hat ein Foto von Jona, Jana, Jona, Jona, Jana, Lutz und Matt und da sind auch Lutz und Matt. Max hat uns Eiscreme geholt. Gib mal Eiscreme in meinen Mund. Oh wow. Wie ihr vielleicht im gestrigen Vlog gesehen habt, waren Max und ich gestern trainieren und eine richtige, korrekte Ernährung ist von sehr großer Bedeutung im Fitnessbetrieb. Leute denken, glaube ich, im Vlog auch, dass wir so übelsüchtig sind, was wir auch sind. Jani steht in der Küche. Wenn einer von euch kein Like da lässt, dann komme ich vorbei und ich box euch. Alter. So viel Essen, Jana. Wow. Ist hier wichtig, dass die Kamera immer gerade ist? Wir bestellen uns einfach so oft Essen nach Hause. Das meiste eigentlich wird Jesus überlebt ohne Lieferservices. Hat der nicht. Stimmt, der hat ja nicht überlebt. Weiter was?
Jana, hör auf, ohne Spaß, ohne Spaß. Jana, hör auf. Maluka. Jana hat ein Glas verschüttet und es ging alles auf Max Handy. Dein Statement dazu? Wie geht's euch da unten in eurem Schatten? Okay, ich komme nach unten und dir läuft irgendeine Exekution ab. Ey, Luca, du sitzt so da, musst du irgendwie aufs Klo? Ja, warte, ich geh mal ganz kurz. Jetzt bin ich fertig, jetzt muss ich nicht mehr. Hast du schon gehört, Luca, dein letzter Block kommt nicht so gut an wie die letzten. Wie viel Aufruf hat er? In einer Stunde so 10.000, glaube ich. Ich rette den, ich bin der kranke Wagen. Hause, Jetzt vorbei. Oh nein, scheiße. Bist du hier gerade am Angeln, Luca? Digga, ich habe gerade im Pool was gefunden. Okay, ich weiß gar nicht, was das ist. Ich glaube, das ist ein Handy. Ach was. Luca-Videosoft.de. Was ist das denn für ein Ding, Alter? Wir schmeißen wieder rein. Ja, das braucht man wirklich nicht. Hör, was hast du im Pool gefunden? Ein Handy mit Luca-Shop.de. Erstes. Nein, das brauchen wir nicht. Wir sitzen jetzt schon ein Weilchen im Pool drin und haben. Boah, was ist das was denn? Da? Jetzt haben wir hier. Luca-Shop.de. Was ist das denn? Wir werden jetzt eine Challenge machen, die Jana sich überlegt hat. Und zwar heißt die. Dummsprung-Challenge. Jana fängt an mit dem ersten Sprung, meine Damen und Herren. Sie tritt an. Hey, der war gut eigentlich. Max macht den nächsten Sprung. Sehr guter Sprung auch. Voll wie meiner. Bei der nächsten Challenge. Kameras dreckig. Bei der nächsten Challenge gucken wir, wer länger die Luft anhalten kann. Pizza, ich war zuerst. Luku. Nein, ich hab Mülltonne gesagt. Wir sind jetzt schon ein bisschen länger hier wieder im Pool, also es sind jetzt gerade irgendwie schon so zwei. Nein. Was denn? Da ist irgendwie Wasser unter der Linse. Falls ihr euch gerade fragt, wieso meine Kamera so komisch aussieht und so komisch verschwommen, ja, die ist, glaube ich, gerade durch das Wasser kaputt gegangen. Wir haben jetzt ein paar Tipps befolgt, die mir bei Twitter gegeben wurden. Und ihr seht schon, naja, das hat das Ganze irgendwie nur noch schlimmer gemacht. Also es bringt auch nichts, wenn ich da irgendwie drüber wische oder irgendwie so. Es ist einfach gerade beschissen. Das heißt, ich glaube, ich vlogge jetzt weiter den Tag über mit meinem iPhone. Wir hatten die Kamera jetzt gerade noch für kurze Zeit im Kühlschrank, weil einige auch meinten, dass das was bringen würde. Aber naja, sehr gut. Ist immer noch nicht besser geworden. Max und ich sind jetzt auf dem Rückweg. Ja, tschüss, ja! Wir sind jetzt gerade auf dem Rückweg von Jana und fahren jetzt wieder nach Köln. Auf dem Weg dahin fahren wir aber noch beim Obi her, weil ich mir noch einen eigenen Pool kaufen wollte. Einfach jetzt so einen eigenen Pool. Ja. Nice, ne? Wollen wir dann 1000 Obis reinmachen? Machen wir bald. Wir sind im Obi angekommen. Wir haben den Pool gefunden. Das ist keine Produktplatzierung für irgendeine Marke, aber der hat halt passende Maße. Der ist 3 Meter x 1,80 und meine Terrasse ist, glaube ich, was hatten wir gesagt? 2,10 Meter hast du gemeint, glaube ich. Ja, genau. Und das passt halt perfekt. Die Frau meinte, es wäre gut, wenn wir eine Plane unten drunter legen und eine Plane halt oben drüber zum Abdecken. Das heißt, wir gehen jetzt in die Bauabteilung und schauen, ob die das da haben. Wir haben jetzt noch 2 Folien gekauft für insgesamt 30 Euro. Dann haben wir das hier für 30 Euro. Das heißt, jetzt noch ein Seil, was wir brauchen. Das heißt, wir sind dann easy bei 70, 80 Euro. Wir haben jetzt noch keinen Pool gekauft, weil der Pool irgendwie 80 Euro dann alles zusammen gekostet hat und mit der Pflege wäre das auch irgendwie ein bisschen zu viel gewesen. Aber Max und ich haben uns jetzt jeweils einen Ventilator gekauft. Ahoi, Matrosen. Ich bin wieder in meiner... Ja, die Kamera ist immer noch kaputt, Luca. Wie gesagt, sind wir jetzt wieder zu Hause angekommen. Ihr seht schon, dass das jetzt gerade die iPhone 7 Plus Qualität ist und das ist halt Kacke für einen Vlog. Ich will wieder mit meiner Kamera filmen. Ich habe die Kamera jetzt nochmal in den Kühlschrank gepackt und mir einen Timer auf 5 Minuten gestellt. Leute, ich habe vergessen, die Kamera aus dem Kühlschrank zu nehmen. Oh mein Gott. Oh, Alter, die ist mega kalt. So sieht die ganze jetzt aus. Ich drücke die jetzt einfach mal auf den An-Knopf. Und Alter, die ist echt kalt. Ich glaube, ich habe sie komplett kaputt gemacht. Hier ist der Akku. Ich tue den jetzt nochmal neu rein, mache das Ganze zu. Und Leute, ich drücke hier auf den...
Oh, sie ist angegangen. Aber das Ganze sieht leider immer noch so aus. Also auch wenn ich hier mal wieder mit dem Pulli drüber wische, das verändert sich kein bisschen. Nutze mal zum Trainieren. Also noch nicht, aber Max zieht sich gerade noch seine Schuhe an. Dieser Moment, wenn ein Gym eine Klimaanlage hat. Das ist wichtig, dass ich einerseits hier ein dummes Relegationsspiel gucken kann und da zwischen Braunschweig und Wolfsburg, was mich einfach gar nicht interessiert. Yeah, man. You're doing that great. Furzt du die ganze Zeit? Rudern ist das Schlimmste aller Zeiten. Guys, I do all of this just for you. Lou Crew. Ich bin jetzt vom Training wieder zu Hause, hab auch gerade schon geduscht und noch eine Kleinigkeit gegessen und sogar schon ein bisschen an der Kamera versucht rumzuschrauben. Ich habe sie sogar auch noch für kurze Zeit in den Kühlschrank gepackt, aber es ist leider dabei geblieben, dass da immer noch so ein bisschen Kondenswasser unter der Linse ist. Und jetzt habe ich die halt einfach in so ein Gefäß mit Reis gepackt und hoffe, dass die Chinesen kommen und die abholen und reparieren. Wenn euch der Vlog sonst gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen und wir sehen uns morgen in einem anderen Video wieder. Tschüss! Kleines Update hier am nächsten Morgen zu meiner Kamera. Es hat wirklich funktioniert mit dem Reis. Also wenn unter eurer Linse, beim Handy oder bei der Kamera irgendwann mal Wasser sein sollte, einfach in Reis packen und ein paar Stunden warten.